Heute spielen wir die Camping-Story in Roblox. Ich habe uns einen richtig coolen Camping-Ausflug gekauft und wir müssen heute probieren, den zu überleben. Denn es passieren heute Sachen, die nicht so originell sind und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, Freunde. Deswegen schaut bis zum Ende und los geht's. Guck mal, Mökern, wo wir gelandet sind. Wo sind wir? Wir sind einfach auf einem Campingausflug oder so. Guck mal, wir haben gerade hier geparkt und jetzt können wir auf jeden Fall gleich hier schon mal auf unseren Campingtrip losgehen. Guck mal, wir sind hier einfach mitten in irgendeinem Wald. Aber ich habe Angst vor Campingplätzen, da sind irgendwie immer Monster und so, ne? Was? Nein, da sind vielleicht schon ein Bär oder vielleicht ein Tiger, aber doch keine Monster. Ja, wenn du es sagst, okay, komm. Ich geh hier mal mit. Ja, komm ruhig mal mit, wir können ja schon mal über die Brücke gehen, okay. Weil hier wird uns anscheinend unser richtig cooles Haus erwartet. Ich habe hier so ein richtig krasses Resort gebucht. Stimmt. Ich will den holen. Guck, die sind keine Monster, hier sind nur Frösche, weißt du? Paar Frösche, paar Fische. Guck ihn dir doch mal an, der sieht doch ganz freundlich aus. Oh, hey, der ist echt süß. Ja. Jerry meinte eben gerade auch schon, hier ist ein friedenvoller Ort und so. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe extra den Ort hier gebucht für uns alle. Das? Ja gut, ne? Natur. Sind Dinge, die in der Natur passieren. Okay, gut. Aber was ist, wenn du der Frosch bist? Ja, ich bin, glaube ich, zu schwer für den Adler. Okay. Also, na gut, kein Problem. Komm mal ruhig mit. Also wir können ja hier schon mal oben aufs Resort hingehen. Ich habe nämlich uns ein richtig cooles Haus ausgesucht, ne? Das ist richtig cool, Mirkan. Aber warum ist hier ein Schild mit Willkommen im Gespenster? Was? Was steht hier? Kannst du nochmal lesen? Spooky Woods? Ach so, du meinst im unheimlichen... ja, das ist nur unheimlich, weil die Bäume so komisch stehen. Also, ja, und 99,9% safe, also da 0,01% ist ja... Ja, du musst nur mit den Nummern ein bisschen halt spielen, ne? Also es ist ganz, ganz sicher hier. Guck mal, das Haus, ich werde es euch mal zeigen. Es hat zwar keine Fenster oben, aber das lässt uns einfach nur besser schlafen, weil es komplett dunkel ist oben. Deswegen ist ja... Stimmt, man, damit die Adler nicht die Frösche klauen. Genau, also... Hä? Jerry? Warte mal, unser Reiseführer hat gerade irgendwas, ne? Er hat irgendwas gehört. Er hat irgendwas gehört. Also ich glaube, guck mal, wie böse er guckt. Jemand ist hier bei uns? Jerry, wer denn? Nein. Hast du noch einen weiteren Reiseführer, der uns noch mehr zeigt? Oder? Hey, Mökern, ist er wirklich ein Monster? Björn, ich hab dir vertraut, dass hier nichts ist. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht weg. Was? Ach so, das ist... It's Bob. Das ist Bob nur. Ey, das ist doch kein Monster, Mökern. Das war einfach nur Bob. Aber wie sieht er aus? Ja, halt wie ein Monster, aber er ist kein Monster. Okay, wenn du es sagst, dann glaub. Also Bob ist anscheinend richtig freundlich und ist ein friedliches Monster, Freunde. Also deswegen... Ich schreibe auch. Hallo, Bob. Ja? Und? Komm, ich schreibe auch mal in den Chat hier. Bob, der Baumeister. Ein Seil ist kaputt gegangen. Was ist ein Seil? Ich will jetzt mal nicht ins Haus gehen. Wir stehen immer noch vor dem Haus. Ich will dir manchmal das Haus zeigen jetzt hier. So, komm. Ist so. Komm jetzt hier mal mit. So, guck dir mal dieses richtig coole Haus an, Mökern. das hat ja doch Fenster oben. Ja, aber nur auf der einen Seite, nicht im Schlafzimmer. Und wir haben auch sogar hier eine richtig gute, den ganzen Platz hier, den wir haben. Wir haben ein richtig krasses Zelt. Wir haben einen richtig großen See, nur für uns alleine. Guck mal, wir haben sogar, Alter, hat sogar jemand schon geangelt. Siehst du, da hat jemand einen Fisch geholt. Let's go ins Wasser. Oh, nee. Das ist, nein, nein, können wir noch nicht. Später können wir wahrscheinlich erst ins Wasser gehen. Können wir uns auch hier nachher am Lagerfeuer gruselige Geschichten erzählen, die so sitzen und so. Dann erzähl mal eine. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Er war so hässlich, dass alle anderen gestorben sind. Ende. Die war cool. Die kenne ich irgendwo ja. Ja, ja, die kommt von SpongeBob. Die hat Patrick mal erzählt. Okay, also pass auf. Wir können jetzt mal hier ins Haus reingehen. Und dann können wir uns schon mal das Badezimmer angucken. Das Badezimmer ist da hinten. Ach so, ja. Als ob du in so einem Holzhaus eine Dusche hast. Stimmt, ne? Du hast auch recht. Also, das habe ich mir dabei bloß gedacht, Leute. So, dann gucken wir uns mal hier vorne das Badezimmer. Ich mag Jerry. Jerry ist cool. Ist ein guter Reiseführer. Er hat gute Bewertungen gehabt auf jeden Fall. 5 Sterne hatte der. Deswegen, ich vertraue mal auf die Leute, die schon mal mit ihm gebucht haben, Freunde. Und jetzt? Hier sind... Teddybär. Stimmt. Hä? Voll der coole Teddybär, ne? Und das ist das Badezimmer anscheinend. So, ich gehe einmal auf Toilette. Doch nicht vor allen Leuten jetzt hier. So. Oh. Hey, da sitzt... Alter, Mökern. Was denn? Wie man ein Killer wird. Guck mal rüber. Geh da mal weg. Er ist fertig, glaube ich, ne? Der hat gerade ein Buch gelesen. Wie man ein Killer wird, stand da. Warum sieht er so gruselig aus? Und er sieht echt, er sieht aus wie ein Killer oder so. Hey. Er läuft weg. Stehen bleiben, Sir. Stehen bleiben. Hallo.
Hey, ich kann nicht raus. Ich weiß jetzt nicht, wo der hin ist. Und die lassen sie auch nicht raus. Was soll das? Und jetzt sind mir die Hände gewaschen. Ja, Okay, ich wollte nur die Toilette angucken. Komm, lass uns hier wieder raus, Jerry. Guck mal, was guckst du uns jetzt hier so an, ne? Ich lass euch den Campingplatz für eine Weile erkunden, ja? Danke. Genau so wollen wir es auch. So, dann kommen wir mit Möckern, dann gehen wir hier mal raus. Ey, und vergiss nicht, dass die Nacht kommt, ja? Logisch. Aber wieso sagt er uns das so? Ich glaube einfach, weil wir dann... Oh, guck mal, was guck mal, hinter ist doch eben gelaufen, oder nicht? Um die Ecke? Ja. Also, ich let... Verlasse, solange du kannst, steht da. Das ist bestimmt ein Prank. Ich glaube auch. Also, das ist ganz sicher ein Prank. Na komm, lass mal rübergehen. Komm, wir gucken uns mal das Haus ja, an. Ja, komm. Lass uns auch mal angucken. Okay, wie groß ist der Campingplatz, bitteschön? Es wird Nacht, glaube ich. Ja, es dämmert auf jeden Fall schon. Die Sonne geht gerade unter. Guck mal, Bob. Guck das mal an. Wo ist Bob? Bob wurde angeleint. Ja. Mit einem Seil. Okay, also ich glaube, wir können mal das Feuer anmachen, ne? Aber... Also ich finde hier irgendwas Gruseliges. Ich weiß, aber komm, wir müssen das Lagerfeuer machen. Dafür müssen wir ein bisschen Holz holen. Es liegt hier überall rum, zum Glück, weil es ja ein Wald ist, ne? Ich nehme das. Ja, das wird ich nehmen. Oh, er hat Jerry das. Jerry hat geklaut. Okay, warte, müssen wir mehr finden. Wie, er sagt fertig. Also er hat seinen Teil getan. Lass uns mal gucken hier, dass wir ein bisschen... Also, Holz holen. Von wo denn? Aber wo? Ich frag Bob. Nein, ich glaube nicht, dass Bob... Kannst du mit Bob reden, oder was? Nee, Bob kann nicht reden. Ah, hier. Ich habe ein Holzstück. Und du nicht. Wo ist das? Achso, man muss nur rüberrennen. Ah, man muss nur rüberrennen. Ich habe auch ein Holz. Ja, es sind noch zwei Stück. Guck mal, gleich sitzen wir am Lagerfeuer und machen uns Marshmallows. Boah. Ja, das wird richtig... Oder Stockbrot. Ja. Boah, Stockbrot auch richtig krass. Das ist richtig lecker. Okay, uns fehlt noch ein Holzstück. Ja, ich setze mich schon mal hin, das finden die bestimmt. Ja, ich suche es auch gerade, aber ich finde es nicht. Vielleicht hinterm Haus oder so. Oder Bob hat's gegessen. Das kann auf jeden Fall auch gut sein, ne, dass er einfach so ein Holzding gegessen hat. Aber hier ist ja nichts. Wo ist das letzte Stück? Es muss da hinten sein. Hier ist nur noch eins. Ey, der Typ war auch blind. Hä? Ich stehe doch auf einem drauf. Das habe ich gesammelt. So. Ey, der Typ... Das habe ich gesammelt. Nee. Klar, heute heißt aber Bacon. Ich weiß. Ey, toll. Der Typ eben, der ist da hingelaufen, hat es einfach nicht gesehen, ne? Mussten wir alles selber machen jetzt hier wieder. So, es wird Zeit, Möckern. Setzt euch ans Lagerfeuer. Singt das Lagerfeuerlied. Jetzt erzählt er bestimmt nur Gruselgeschichte. Denkst du? Also, ja. Lass uns ein paar Sandwiches essen. Warum denn nicht Stockbrot? Oh, lecker. Nom, nom, nom. Na, Nom, nom, nom. Hä, was schmatzen alle so laut? Alter, alle schmatzen richtig laut, nom, ne? Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Oh, oh. Was ist? Die Sandwiches sind vergiftet. Was? Ey, ich habe gerade so viel davon gegessen. Ich auch. Und wie sagt ihr anscheinend? Ich esse sie weiter. Habt ihr es gegessen? Ja, natürlich. Guck mal hier. Nom, nom, nom. Ich esse immer noch, Jerry. Nein, es ist nur ein Witz. Ey, Alter. Jerry. Jerry, ohne Witz. Ne, der kriegt von mir nur 3 Sterne bis jetzt von 5. Also. Ich gebe ihm auch eine schlechte Bewertung. Das war wirklich, Jerry, du bist echt der schlechteste Reiseführer aller Zeiten. Er wollte nur alle erschrecken. Und was ist, wenn die jetzt wirklich vergiftet sind, Freunde? Weißt du was? Ich glaube, dass Jerry böse ist. Glaubst du? Erstens, der sieht aus wie der Jerry vom Pokémon. Ja. Der heißt Gary. Und der war auch böse. Und deswegen, jetzt bringt er uns zum Bad. Warum? Hä, wo ist Jerry hin, Mökan? Der ist in den Toiletten und hat uns alleine gelassen. Irgendwie wollen wir mal... Okay. Lass uns ins Zelt rein, komm ins Grüne. Okay, ich bin drin. Guck Hallo. Wo warst du die Fackel? Die habe ich einfach so. Ich glaube, du musst vorlaufen. Muss ich? Du bist der Anführer, Leon. Komm schon, Leute, folgt mir. Aber ich weiß nicht, bin ich der Anführer, Mökan? Leon, ist das irgendwas im Busch? Oh, oh. Es ist Böses im Busch. Ich such's gerade. Warte mal, ist Bob noch da? Mökan? Bob? Bob ist nicht mehr angedingens. Bob ist weg. Oh nein, ich wusste doch, dass Bob kein freundliches Monster ist. Wow! Hey! Alter, hab ich mich erschrocken. Es ist nur Bob. Aber Bob sieht nicht so nett aus. Irgendwie nicht. Und außerdem hat er sich selber befreit. Warum bist du so still? Ich glaube, er kann nicht reden. Hä? Hilfe? Oh oh. Vor was hat denn Bob jetzt Angst, Leute? Er läuft weg.
Er zeigt auf dem Hasen. Zu einem Hasen. Ach, Bob, ey, das ist nicht für ein Hase, das ist nur ein Kaninchen, ey. Guck, das haben wir auch eben gehört, Mirkan. Das war dieses so. Ich dachte, rascheln. Das war das Buschgeräusch. Nein, guck mal, das ist doch nur ein Kaninchen. Warte mal, wer ist hinter dem Kaninchen? Hast du es gerade gesehen? Oh! Lauf! 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 Oh mein Gott, geh ins Zelt! Alter! Der sticht auf die ein! Leon! Oh mein Gott, aua! Wohin? Bro, ich brauch Hilfe! Zur Kabine! Er hat mich! Komm rein da! Mir geht's nicht gut! Mach die Türe zu! Mir geht's Real Talk nicht gut, Alter! Nach oben, nach oben, nach oben! Oh nein, hörst du das? Der sticht auf irgendjemanden ein! Ich hör's! Oh Gott, der hat die Tür zugemacht, ne? Ja, und ich brauch Essen, mir geht's nicht so gut. Bob! Wollen wir den, ich weiß nicht, lass uns den... Nein. Wollen wir ihn einfach reinlassen oder wollen wir ihn zurücklassen, Leute? Oh nein. Nein, was sollen wir machen? Bob war bis jetzt nett. Bob war nett. Ich hab ja gedrückt. Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja. Also alle haben 100% ja. Er hat uns vorgewarnt. Ja, ich weiß. Nein, bitte. Bitte, Bob ist nett. Mach doch die Tür zu. Oh, oh. Jerry. Verdächtiger Jerry, ne? Warte mal, Jerry war gerade weg, als der Typ da war. Aber der Typ war da, als Jerry da war im Badezimmer. Ja. Das ist sehr verdächtig. Also, Jerry, ich will ja nichts sagen oder so, ne? Aber da war ein Monster. Guck mal. Ich springe da, ich bin unsichtbar. Siehst du die Fackel, die springt rechts? Der fragt sich jetzt auch, warum Bob hier drin ist. Ja, weil wir von einem maskierten Typen angegriffen wurden, deswegen. Und deswegen sind wir hier auch in die Kabine reingelaufen. Und Bob ist uns gefolgt und wir haben ihn einfach eintreten lassen. Wem gehört der Fisch? Der sieht doch eigentlich... Das Haus stinkt! Nein! Das Haus... Können wir den Fisch rausschmeißen? Ich weiß nicht. Aber Bob sieht eigentlich... Der im roten Pullover. Bob sieht doch eigentlich ganz cool aus, oder nicht? Findest du wirklich? Eigentlich sieht er nicht schlecht aus. Ja, man kann sich anfreunden mit ihm. Komm, Bob, du stehst halt mit bei mir. Komm, wir gehen mal nach oben jetzt hier im Haus, Leute. Wir können jetzt nämlich auch mal hier schlafen, weil wir müssen jetzt auch mal schlafen, Freunde. Das ist bis jetzt eine echt lange Nacht schon gewesen. Der will wieder Bob andingsen an Ketten. Aber brauchen wir doch nicht. Wir können doch einfach mit uns schlafen lassen, oder? Weil Bob war ja auch da, als das Monster da war. Hast du das gehört, Mulkan? Da war gerade irgend so ein, der Burger-Typ. Was sind das hier für Bilder? Er hatte nur einen Albtraum, Jerry. Alter, Jerry, ey. Mann, der macht das mit Absicht, ne? Bob? Oh, ich hab mich gerade vor Bob erschrocken. Warum? Du bist immer noch in der Nacht. Wer ist der Burger-Typ? Ich überleg auch gerade, wer ist hier diese Ente? Stell mir hier die wichtigen Fragen. Wer ist diese Ente, Leute? Jerry meinte gerade, er braucht seinen Teddybär. Weißt du noch, wo der war? Im Badezimmer. Badezimmer. Stimmt, guck da. Wir müssen den holen. Oh mein Gott, das ist doch eine Falle, Mirka. Oh! Ich bleib hier und ihr geht. Ja, ich bleib hier und ihr geht? Wir gehen, oder wir beide gehen vor. Draußen ist ein Assassine und du willst, dass wir rausgehen. Ist echt so, ne? Jerry ist ganz komisch, ne? Zunächst einmal, sagt er, okay, Jerry, es gibt kein Assassin. Natürlich. Aber wir haben sie doch gesehen. Zweitens, ich kann wirklich nicht ohne meinen Teddybären schlafen. Und wenn ich nicht schlafe, wird das Spiel nicht fortgesetzt. Oh nein, ey. Oh. So, ich hol den Teddybär, Jerry. Ich komm mit, ne? Komm. Ich bin dein Lieblingsschüler. Oder was auch immer. Einfach schnell laufen. Einfach Augen zu, Fackel durch. Einfach gute Laune. La la la. La la la, wir holen den Teddybär für Jerry. Na, da hinten leuchtet irgendwas rot, aber das ist uns egal. Genau, weil das ist bestimmt nur eine rote LED-Lampe. Das ist der Teddybär. Denkst du, das ist der Teddybär? Ja, das ist der nee. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist Ausrufezeichen, stimmt. Ja, easy. Hier ist auch keiner drin, komm, Teddybär Hallo? Nehmen. Jemand aus ich nehme ihn, zack. So, lass uns einfach hier raus. Ja. Ey, nein. Easy. Nein. Nein. Die Toilettentür ist auf. Ist so. Leon. Komm, schnell. Lauf, wir können. Oh mein Gott. Ich habe was rascheln gehört. Oh! Hey! Nicht schon wieder der maskierte Mann. Oh. Der möchte aber diesmal hat er kein Messer, sondern er braucht irgendein... Oh, ja! Oh, oh! Okay, lauf. Alter, er hat die Pistole. Oh, oh. Er schießt auf die eine hinten. Auf Bacon. Bacon. Oh. Ja, du musst laufen.
Ich nutze die eine als Schutz vor mir, hinter mir. Die ist schneller als ich. Es hat Bacon erwischt. Aber darum ist die schneller als ich, die eine. Es hat Bacon erwischt. Oh Gott. Bacon musst du dann glauben, Leute. Ist Jerry jetzt hier bei uns? Ja, hä? Also Jerry ist es schon mal nicht. Und wir wurden schon wieder angegriffen, Jerry. Hättest du auch selber holen können, deinen blöden Teddybären. Es hat einen erwischt, Jerry. Eine Waffe, sagt er. Ach, Leute, Jerry, ne? Hast du die Schüsse etwa nicht gehört, Jerry? Er hat sie nicht gehört. Er ist auch noch taub, Mürkan. Ja, und wo ist unser anderer Freund? Die fragt auch, warum braucht überhaupt einen Teddybären? Ist halt echt so, ne? Wieso braucht... Guck, da hat er den jetzt wieder. Toller Teddybär. Ja, ich möchte jetzt auch schlafen. So. Komm, ich schlaf oben. Hey, Leon. Schere, Stein, Papier, Stein. Nein! Ja, egal, ich schlaf unten. Hä, ich hab auch... Willst du unten hin? Nein, ich will nach oben. Wieso sagt hat er gerade zu seinem Teddybären gesagt? Ich weiß nicht, was bei ihm... Teddy, ich liebe dich. Also Jerry, lass uns jetzt einfach mal schlafen, okay? Ja, gute Nacht. Okay. Oh, was ein wundervoller Morgen, Leute. Das ist ja richtig gut. Okay, dann schauen wir doch mal, wo Jerry ist. Jerry? Was? Ich glaube, Bob. Was ist mit Bob, Leute? Ich glaube, Bob will uns verlassen. Bob ist groß geworden. Nein, Bob! Bob, geh nicht! Da ist ein Killer! Ich glaube, ich weiß, was passieren wird. Bob kommt zurück und rettet uns. Bob sagte, dass dieser Ort für ihn zu gefährlich ist. Und Jerry versteht's nicht, Mürkan. Ich weiß auch nicht, was mit Jerry los ist. Wir haben ihm gesagt, dass wir zweimal angegriffen worden sind und er ist trotzdem noch hier. Seit wann hast du einen Schwanz? Ich? Ja. Ich habe mich fusioniert mit der ohne Mund. Ah, okay. Ja. Jetzt hat sie einen Mund, sehe ich auch gerade. Ja, mein Gesicht jetzt. Sie hat dein Gesicht und du hast ihren Schwanz. Jetzt ist Jerry ganz traurig. Jetzt ist Jerry traurig. Nein, ey, Leute. Jerry, ey. Guck, wie traurig er kommt. Und jetzt regnet es auch noch unserem Campingtrip, ey. Der ist voll in die Brüche gegangen. Bis der Regen aufhört, sollen wir hier drinnen chillen? Das ist ganz toll, ne? In so einer kleinen Holzhütte ohne Fernseher. Hilfe. Oh no, wir wurden Blitz getroffen. Was? Und es brennt auch noch. Aber es regnet doch. Ja, aber das Feuer ist innen drin. Anscheinend hat es irgendwie was erwischt oder so. Au. Lass uns schnell in die Höhle gehen, die auf jeden Fall nicht gefährlich ist. In die Höhle gehen oder hier bleiben? Da oben brennt es. Wir müssen in die Höhle. Wir müssen in die Höhle, ne? Komm, 100% sagen, wir müssen dahin. Gehen wir mal in die Höhle, Leute. Yeah. Hier bleiben macht auf jeden Fall keinen Sinn. Hier ist sowieso der Killer, ne? Jerry ist vorgegangen. Jerry, wart doch auf uns. Jerry! Ich kann mal gucken, ob es sicher ist. Jetzt holt er zu uns zu sich. Na gut, okay. Dann können wir eigentlich auch hinterhergehen, ne? Dann komm mal, lass mal hier durch die Tür gehen. Ja, komm. Und zur Höhle gehen. Da liegt was im Weg. Ein paar Stöcke und so. Ist doch nicht... Aua! Leon! Wo? Nee! Wo denn? Hinter uns! Alter, hinter uns, was? Nein! Nein! Oh Gott, ich bin in der Hülle. Aua, ich wurde getroffen. Ich hab's gesehen, er hat's geworfen. Alter, ich sehe nix. Ich hatte ein Messer am Rücken. Oh Gott, wieso guckt Jerry so schockiert? Oh nein, die Hülle ist eingestürzt. Hier ist ein Lichtschalter. Wo ist ein Lichtschalter? Als ob? Er sagt, ich habe den Spielpass gekauft. Ja. Du solltest dasselbe tun, sagt er. Ich glaub's ja nicht. Nö. Tja, ich habe eine Fackel ohne den Spielpass zu kaufen, Jerry. Oh, guck mal. Sieht irgendwie aus wie eine Obby. Irgendwie sieht das aus, als wäre das so geplant, dass wir hier reinlaufen. Wir hätten einfach in der Dings bleiben müssen, Mürkan, im Haus. Ja, irgendwie glaube ich. Und irgendwie sind wir auch viel weniger geworden. Wo sind die ganzen Leute hin? Ist es gerade noch einer von uns gegangen? Leon? Ist Jerry gerade rübergesprungen und... Jerry ist gestorben. Das war's mit Jerry jetzt, oder? Ich frag mal Jerry. Ist er gerade wirklich einfach... Er ist gerade einfach runtergesprungen. Leon! Auf einmal konnte ich laufen. Das Wasser wird höher. Mürkan, ich seh dich. Beeil dich. Wo bist du? Lauf. Hier. Es kommt auf meine Obby-Künste drauf an. Alter. Okay. Und ich bin einfach draufgegangen, weil ich... Auf einmal konnte ich gehen. Und jetzt? Wo ist deine Fackel?
Nein! Es war eine Falle, Wirkan. Warte, vielleicht müssen wir mit ihm reden. Wie versteck dich hinter? Alter. Nein. Hallo? Guck mal, hier sind so Teile und so, wo sie hochgehen können und so. Wir müssen ihn zur Rede stellen eigentlich, ne? Das ist nicht gut. Guck mal, hier oben jetzt ist der. Jetzt, wo wir nur noch zu zweit Hallo. Vor ihm sind. Hä? I bought a Reaper. Also echt. Ja, ist er dein Bruder, Leon? Es waren nur 15 Robux. Ich kann es nicht glauben. Das ist dein Bruder, Jerry, ne? Du bist ein richtig schlechter Verkäufer. Sehr ehrlich. Also echt, Jerry. Jetzt sind wir die Anführer und Jerry kommt mit uns mit. Ist so, Jerry. Komm mit jetzt hier. So. Jetzt zeigen die dir mal, dass da das blöde Monster... Ist Jerry schon weg? Das kann doch nicht sein. Guck mal da rechts. Und wieso ist... Guck mal her. Was ist das? Mit der Fackel. Der sitzt da einfach? Er wurde festgenommen. Oh nein. Du hast es also geschafft. Du hast bis zum Ende überlebt. Aber ich habe schlechte Nachrichten. Okay, und was? Ich bin mit deinem Freund. Hilf mir. Ja, Jerry, wir kommen doch. Um ihn zu retten... Müssen wir ihn besiegen. Was musst du machen, um ihn zu retten, ne? Sag's doch. Musst du mich besiegen. Nichts leichter als das. Ist so. Du bist total einfach. Was ist... Du kannst bei Jerry bleiben, er hat uns nicht geglaubt. Lass uns einfach Jerry da, oder? Ja. Also Jerry hat es auch nicht anders verdient. Tja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Es gibt keine Wahl, wir werden kämpfen. Der wollte gegen uns immer schon kämpfen. Toll, ey. Wow! Nein! Oh oh! Es bricht zusammen, oder? Es ist zusammengebrochen. Es ist zusammengebrochen. Wir können nicht raus. Oh nein. Wo hat die überhaupt einen Raketenwerfer her? Wir sollen laufen. Okay, wie jetzt? Lauf weg! Oh mein Gott, Mirkan, der schießt auf mich mit dem Raketenwerfer. Alter. Hä, hey, wir sind hier sicher. Ich bin voll sicher. Ich auch. Er kann mir gar nichts. Ich bin voll versteckt, hä? Mein Ding ist eingeschützt. Hä? Meins auch? Er kriegt mich nicht. Nein. Guck, ich bin noch sicher. Hallo, was ist das? Er wirft Molotow-Cocktails. Der hat Molotow-Cocktails. Aber die können meinem Holzding nicht antun. Mein Holz ist unbrennbar. Aua, aua, aua. Ah, aua. Oh nein, Mirkan. Oh, oh. Oh mein Gott. Ey, er trifft mich durch die Wand. Was ist das für einer? Ich weiß es nicht. Slow Motion. Oh, Achtung, Matrix. Alter. Oh. Ey, der wärmt sich erst auf. Oh, nein. Lauf weg, Leon! Wir haben keinen Turm mehr. Ich bin doch schon dabei. Ich bin schon krass am Weglaufen. Ich auch. So schnell es geht. Achtung, Mirkan. Wow! Ah! Er wirft schon wieder mal. Wir können gar nicht zurück. Ich habe ja auch gar nichts zum Schlagen. Oh, 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 oh. Alter, was geht bei dem ab? Wie schwieriger machen? Ich habe noch Hälfte des Lebens. Es war doch schwer. Wow! Wow. Wir besiegen ihn. Komm. Oh, Achtung. Ey. Alter. Alter, was geht ab bei dem? Wow, Glückwunsch, dass du hier hingekommen bist. Endlich. Aber ich bin noch nicht fertig, sagt er. Hey. Junge, wie viele Motto wird er denn? Achtung. Wie lange schießt der? Okay, jetzt bin ich fertig, sagt er. Endlich. Ja, guck mal. Und jetzt sind wir dran, oder was? Hey! Also echt, ne? Hey, Lügen darf man nicht sagen. Ist so, Alter. Ich wollte nur sehen, ob ihr aufpasst. Okay. Aber Glückwunsch, das Spiel endet hier. Was? Ja, hat drei unserer Leute mitgenommen und hat Jerry. Das war gut, Mark. Was? Du siehst mit dieser Maske sehr gruselig aus. Was? Wie, Mark? Nein, oder? Das ist gerade ein Joke. Mark? Mark? Wir haben alle unsere Leute verloren. Und was soll das? Ich verstehe nicht, was hier passiert ist. Ich gehe nach Hause. Es war alles kombiniert. Es war alles geplant. Er ist kein echter Assassine, aber er hat wirklich versucht zu töten. Ein gutes Horrorspiel braucht Action, sagt der Mirkan. Ja. Vor allem habe ich dieses Monster eingestellt, um uns zu helfen. Also echt, Freunde. Aber das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wir haben heute die Camping-Story durchgespielt. Wenn ihr von sowas melden möchtet, Freunde, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt einfach hier das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Und haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.